Olaf Schöppe ist mein Name. Bin im Ehrenamt Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes für das Land Brandenburg und zugleich Vizepräsident in der IHK in Cottbus. Also wir haben ja in Dankbarkeit die erste Soforthilfe angenommen. Sie ist auch bei den meisten Betrieben angekommen. Dafür sind wir dankbar, aber das kann nur der erste Step sein. Da wir ja keinen Fahrplan bis jetzt bekommen haben, wann wir dann wieder unseren Geschäften nachgehen können, brauchen wir als allererstes, glaube ich, den Entwurf eines zweiten Rettungsplanes für die Gastronomen und Hoteliers dieses Landes. Also wir haben eine ganze Reihe von Forderungen an die Politik und die erneuern wir auch Woche für Woche, Tag für Tag. In der ersten Sache geht es eigentlich darum, dass wir einen Fahrplan möchten, dass wir mal ein Stückchen Verlässlichkeit haben wollen, wenn die Zahlen so artig bleiben, wie sie sich im Moment darstellen, warten viele Kollegen darauf, dass sie, das heißt, Mitte Mai können wir wieder unsere Geschäfte öffnen. So können wir uns dann auch vorbereiten. Da kommt wieder Schwung in die Läden. Aber im Moment ruht der See still. Ich kann es in gewisser Weise verstehen, aber ich verstehe die Ungeduld meiner Kollegen und meine eigene an der Stelle noch viel besser, weil es dramatisiert sich im Moment hier nichts ringsrum und die Ungeduld wird größer. Und deswegen brauchen wir einen Fahrplan und zugleich einen Plan dazu, wie können wir dann ein Wiederaufbauprogramm starten. Die Aktion mit den 7% Mehrwertsteuer für Speisen in den Gastronomiebetrieben ist ein guter Ansatz, ist auch ein erstes Konjunkturpaket, aber wir brauchen trotzdem weitere Hilfen. Ich glaube, die Geduld der Kollegen nähert sich dem Ende. Also wir merken das auch an den Reaktionen nach vielleicht einigen unglücklichen Interviews, die durchs Land kursieren, verstehen viele Kollegen die Politik immer weniger, dass sie so stillhalten, dass sie uns keine Alternativen aufzeigen, dass wir so ein Stückchen in der Luft hängen gelassen werden seitens der Politik. Da kann ich viele Kollegen verstehen und die Ungeduld, die ist schon, glaube ich, das ist am Köcheln. Man spürt es überall, die Telefonate werden größer und die Anfragen, was macht ihr und warum geht das hier für uns nicht voran, viele andere dürfen und. Bei allem Verständnis, auch für die Gesundheit der Bürger, wir wollen ja auch dafür mit einstehen, aber wir wollen auch eine Perspektive für unsere Betriebe und für unsere vielen Mitarbeiter. Und da ist die Ungeduld sehr groß. Geschäftlich ist das eine Katastrophe. Also mit Ostern waren schon 20% des Geschäfts weg. Wenn jetzt Himmelfahrt und Pfingsten dann auch nur mit halber Kraft oder wenn überhaupt zustande kommen, dann sehen wir schon schwarz. Und das ist die große Angst der Branche, dass sich unser Geschäft, wenn es denn schrittweise wieder geöffnet werden darf unter vielen Auflagen, dass es dann natürlich auch gar keinen Ertrag erstmal abwirft, dass wir uns da rantasten müssen. Und realistisch betrachtet glaube ich, dass wir dieses Jahr mit 30-40% des normalen Jahresumsatzes vielleicht im Großteil der Betriebe rechnen müssen. Und das wird für viele schon die Existenz bedeuten, wenn es nicht eine andere Hilfe gibt. Finde ich, ist eine tolle Idee, die geboren ist, die ja auch inzwischen so deutschlandweit so die Runde macht. Und ich finde auch gut, dass sich die Cottbuser Kollegen zusammentun und auch an zwei Orten jetzt am 1. Mai zeigen, dass die Not groß geworden ist in der Branche. Und ich hoffe, dass das auch viele Entscheider in der Politik sich angucken, dass dort eine geballte Ladung an Unzufriedenheit, eine geballte Ladung an Wut sich staut und dass wir gehört werden wollen und dass wir ernst genommen werden wollen mit unseren Problemen. Ich glaube, das ist das Ansinnen der Kollegen, um dann zu sagen, jetzt gibt es da mutige Menschen, die auch sagen, so und so funktioniert das dann mit der Branche weiter. Also dieser Aufruf heißt natürlich, dass sich nicht nur vielleicht die 10 Aktivsten da zusammentun, sondern wir haben ja hunderte Betriebe hier in der Umgebung und leere Stühle haben alle reichlich. Also liebe Kollegen, macht einfach mit. Ja?